Pressekonferenz nach dem Spiel HSV und Usedom gegen die Füchse Berlin 2. Leider wieder kein Sieg mit 6 Toren heute. Glückwunsch nach Berlin an Kenji Höfel. Ich begrüße die Trainer Kenji und Uwe. Aus meiner Sicht 2 unterschiedliche Halbzeiten haben wir heute gesehen. 2 ganz unterschiedliche. Zunächst das Wort an Kenji, deine Einschätzung zum Spiel. Ja, danke für die Glückwünsche. Wir sind schon ein bisschen mit, ich will mal sagen, Bauchschmerzen hergefahren, weil wir wussten, dass die Halle schon besonders ist. Ich habe es vor dem Spiel zu meiner Mannschaft gesagt, das ist ein bisschen das Eisen nach der dritten Liga. Und man hat auch im Video einfach gesehen, dass die Mannschaft nicht tot ist. Genau. Und dass sie schon noch an ihre Siege glaubt. Und wenn ich so ehrlich sein darf, ich glaube schon, dass wir qualitativ schon einfach auch die bessere Mannschaft haben. Aber Qualität ist das eine. Und Emotion, Einstellung, Nervenbalken etc. ist das andere. Und das haben wir in der ersten Halbzeit nicht geschafft. Da machen wir 600%ige nicht. Machen 7 technische Fehler, was zu viel ist. Und Usedom nutzt es dann gut und geht nicht unverdient auch mit einer Führung in die Halbzeit. Und hinten raus hat sich dann vielleicht auch das Fitnesslevel, die Breite des Kaders, dann vielleicht auch ein bisschen bezahlt gemacht. Ich muss sagen, dass unsere A-Jugendlichen mit Silas Overby und Anton Preußner vom Rechts heute wirklich ein fantastisches Spiel gemacht haben und uns da so ein bisschen den Arsch gerettet haben. Das hat mich für die beiden sehr, sehr gefreut und ich glaube, dass am Ende der Sieg dann auch so verdient ist und ich glaube, wir damit dann auch ganz gut leben können, dass wir hier was Zählbares mitgenommen haben. Okay, danke Kenji. Kleiner Applaus. Gute Halbzeit, sahst du gut aus. Die Mannschaft hat ein sehr gutes Bild abgeliefert. Wir haben mit 2 Toren geführt. Was ist passiert in der zweiten Halbzeit? Ja, das ist eine große Frage. Ne? Also vor allem die ersten 5 Minuten nach der Halbzeitpause schenken wir komplett weg. Machen ganz viele schnelle, leichte Fehler, die Füchse natürlich eiskalt bestrafen und haben dann hinten raus oder die 10 Minuten danach auch Probleme, vor allem im 1 gegen 1 in der Abwehr vorne nicht nur Wurfpech, sondern auch nicht gut vorbereitet, so wie wir es in der ersten Halbzeit viel, viel besser gemacht haben und finde ich in der ersten Halbzeit auch gegen guten Drittligisten nicht nur gut mitgehalten haben, sondern eigentlich auch drauf und dran waren, hier was mitzunehmen. Und aber es zählt natürlich über 60 Minuten, hat Kenji schon recht, die trainieren halt 7-8 Mal, vielleicht mehr. Sind natürlich individuell stark ausgebildet, das muss man ganz klar sagen, hat man Rückraum-Rechtsposition insbesondere gesehen. Das war schon stark, aber wie gesagt, wir haben in der Halbzeitpause genau die Sachen angesprochen, auch die Würfel über Kopf, die ansatzlos kommen und das beides haben wir nicht gut in den Griff bekommen, war etwas besser mit der 3-2-1, aber dann, wie gesagt, hat uns diese Phase einfach sozusagen das Genick gebrochen, die wir direkt nach der Halbzeitpause hatten. Aber es geht weiter, wir bauen auf, wir geben nicht auf, die Halle war nach wie vor da, das war schön. An der Stelle leider wieder kein Sieg, euch eine gute Heimfahrt, alles Gute und Ihnen noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Okay.